Ho, ho, ho. Draußen vom Walde komme ich her. Frohen Nikolaus bei Kika Live. Ich bin heute hier in einem wunderschönen, kleinen, aber feinen Dorf in Brandenburg. In Michendorf leben ungefähr 12.000 Leute. Das sind so viel wie bei mir in der Straße in Berlin. Macht aber nicht, weil ich besuche ein tolles Mädchen. Die heißt Eleonore, ist 11 Jahre alt und sie hat mich gebeten, bring dein Sportzeug mit. Hallo Ben, hier bist du richtig. Stark. Mütze, hä? Apfel und eine Mütze. Klingeln. Hallo. Ah, hi Ben. Hi, servus. Ich bin Ben. Bist du Eleonore? Ja. Super, da bin ich richtig. Du bist nicht warm angezogen. Lass uns gleich reingehen, oder? Ja, klar. Auf geht's. Eieiei, Alter, sind hier viele. Eleonore, jetzt musst du mir mal kurz sagen, wer ist denn alles hier? Hallo erstmal. Hallo. Also das ist mein Vater, das ist meine Schwester, das ist meine Mutter, das ist meine Freundin Helene, das ist meine Schwester Annemarie und das ist Beachy, mein Schwager. Das ist ja cool. Ist ja richtig voll. Ist ja quasi eine ganze Band zu Hause und ihr spielt hier richtig so. Kann ich nochmal was hören? Ja, klar. Alles klar. Na dann wünsche ich viel Spaß. Wer hat denn angefangen mit dem ganzen Instrumentenwahnsinn? Wahrscheinlich dein Papa und deine Mama, oder? Ich glaube, meine Schwester. Sie hat Geige gelernt. Mhm. Da war sie noch jünger. Jünger? Du bist ja jetzt 11. Seit wann spielst du? Ich spiele 6 oder 7 Jahre Geige. 6 oder 7 Jahre? Seitdem du 4 oder 5 bist? Ja. Boah, das ist aber echt früh. Und du spielst ganz toll Querflöte. Spielt ihr zusammen irgendwo oder seid ihr so Einzelkünstler? Naja, wir spielen im Orchester zusammen. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ich habe ja auch viele Geschwister, ne? Mein großer Bruder hat Cello gespielt. Ich habe Cello gespielt. Meine Schwester hat Geige gespielt und meine Tante hat Querflöte gespielt. Bei uns hat sich das aber anders angehört als bei euch. Das war so furchtbar, dass mein Vater irgendwann nach 2 Jahren gesagt hat, hör bitte auf, ich freue mich jetzt aber auf den Tag mit dir. Und du hast mir so komische Sachen hinterlassen, ich mache mir langsam so ein bisschen Sorgen. Was machen wir denn jetzt den ganzen Tag? Das ist eine Überraschung. Okay, na dann, ich ziehe mich einfach um und dann geht's los? Ja. So richtig Sportzeug? Ja, wenn du was dabei hast. Ja, klar, ich sehe aus wie ein Profi, das war's dann aber auch. So, auf geht's. So. Aber jetzt mal ehrlich, hier ist alles voller Nikoläuse. Klar, ist Nikolaus auch heute. Und jetzt Sportsachen. Ist das so ein Nikolauslauf? Sei ehrlich. Ja, ist es. Ich habe dich angemeldet. Du hast mich angemeldet? Ja. Nein, wie weit laufen wir? 2,5 Kilometer. Nein, deswegen auch die Mütze, ich verstehe es. So, dann brauche ich jetzt aber auch noch ein Kostümchen, oder? Ja. Dann gehen wir mal gucken, wo wir das bekommen. Da vorne, hier, guck mal, da winken sie schon. Moin. Tagchen, ich bin Ben. Wer bist du? Udo. Udo. Udo, hast du was für mich? Eleonora hat gesagt, ich darf heute mitrennen hier. Das Wichtigste, das Nikolauskostüm. Yay! Wow, ey. Wahnsinn, alles voller Nikoläuse. Wie viele Leute machen hier denn überhaupt mit? Wir sind knapp 1000 Nikoläuse, die gleich auf die Strecke gehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ey, Eleonore, es war so eine coole Idee von dir. Hast du denn schon mal mitgemacht? Nee, aber ich habe schon mal zugeguckt. Okay, dann weißt du auf jeden Fall, wie die Strecke ist. Warum machen das was für Anfänger oder wollen wir es trotzdem machen? Wir machen's. Wir machen's. Umzug, Attacke. Run, boy, run. Jetzt ist hier Warm-up und so und ich kann schon jetzt nicht mehr, aber ist egal, wir schaffen das schon. Check. Hätten wir gewusst, dass wir hier so lecker Schokolade geschenkt bekommen, hätten wir einen Apfel gar nicht mitnehmen müssen, wa? Den gibt's jetzt als Belohnung und Pause, stimmt's? Nee. Wir gehen noch weiter. So, ich muss dir mal ein Geheimnis verraten. Ich bin ja fix und fertig vom Sport. Und du hast aber gesagt, sofort weiter. Ich hatte keine Zeit, nur kurz wieder die normalen Klamotten an. Jetzt sag, wo geht's hin? Wir sind jetzt auf dem Reiterhof, wo mein Pferd Sascha ist. Du hast ein Pferd? Ja. Boah, komm, lass mal gucken. Oh, echt? Ich war schon mal auf dem Ponyhof und seitdem habe ich nur noch
so viel Angst vor Pferden. Och Gottchen, der sieht ja aus wie ein Kuscheltier. Hey Sascha, guten Morgen. Und mit ihm möchte ich dir meine Umgebung zeigen. Willst du mit mir reiten gehen? Nee. Nee, aber Kutsche fahren. Kutsche fahren? Und dafür müssen wir aber erstmal bürsten. Ich weiß jetzt auch, wovor der Apfel ist. Der ist für Sascha, stimmt's? Ja. Warte, ich probiere erstmal, ob er gut schmeckt, ne? Wie macht man das denn mit Pferden? Auf einer flachen Hand geben. Auf einer flachen. Oh, Prost. So. Oh. Sascha, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alles dran. So, wo ist denn dein Bürstzeug und so? Das steht da drinnen. Na, holen wir mal, oder? Ja. Du schaffst es schon noch. Ja, es ist oft zum Verzweifeln. Genau. Ich bin mit nichts zufrieden. Wenn ich Doppel-6 habe, frage ich, warum ist es nicht die 7? Ich bin viel zu kritisch. Oh. Am meisten bei mir. Oh. Oh. Ich wusste, ich kenne ihn irgendwoher. If you believe in love tonight, I'm gonna show you your time. Man nimmt das Bein hoch, dann greift man um, macht das Knie runter, wenn man sein eigenes Knie drunter hat. Am besten von oben nach unten. Guck mal so. Boah, nee, das traue ich mich nicht. Das machen wir. Boah, also bin ich ja gleich irgendwie im... Siehst du, das finde ich ja voll uncool. Noch ein bisschen so, fertig? Naja, fast. Komm, mach du mal mit. Ich pass vorne auf, ja? Zahnspannung. Ah. Ja, als Fluchtfahrzeug bei einem Banküberfall ist so ein Auto natürlich nicht geeignet, ne? Nee. Im Gegenteil. Das hier ist die Kirche jetzt? Ja. Boah, die sieht aber alt aus, ne? Ja, die gibt es schon seit dem 13. oder 14. Jahrhundert. So. Cool. Gehst du manchmal in die Kirche oder sagst du, nö, will ich nicht? Ja, so zweimal im Monat oder so. Mhm, cool. Bist du dann getauft auch? Ja. Und brrrr. Los, auf geht's. Ja, boah. Aber im Sommer Kutsche fahren ist auch entspannt, ne? Ist das wunderschön. Nein, geht nicht. Cool, was verbindet dich mit dem See? Was machst du hier immer so? Also ich gehe öfters mal schwimmen. Es ist auch ganz schön. Mhm. Und ich wurde hier wirklich in den See getauft. Ach Quatsch. So mit ins Wasser reindrücken dann? Oder wie läuft sowas? Ja, so ungefähr. Ja, wie geht es? Dann kommt er und gießt dir Wasser über den Kopf, oder? Na rein, also reinschwenken. Echt? Aber das ist ja schon fast romantisch, ne? Wie Johannes der Täufer damals. Ja. Cool. Wahnsinn. Ich meine, das ist ja wirklich... Also schöner geht's ja nicht, ne? Ich war jetzt allerdings genug draußen. Wie ihr zum Beispiel auch sehen könnt, schau mal, die Sonne geht gleich unter, ne? Und wenn ihr wie Eleonora, entweder Jess oder auch mir, mal vorstellen wollt, wie ihr lebt, was ihr macht oder wenn ihr ein cooles Hobby habt, schreibt uns einfach und vielleicht sind wir auch schon bald bei euch. So, jetzt schön Geschenke auspacken vor Nikolaus. Das war's. Komm, wir hauen ab. Tschüss! Tschüss!